Letzten Sommer wären solche Bilder wie im Public Viewing 2016 in der neuen Stadt unvorstellbar gewesen. Aber dank dem Rückgang der Corona-Fallzahlen sind solche Menschenansammlungen mit Einschränkungen wieder möglich. Am anderen Seeufer auf dem Seemetteli in Nidau sind gerade die Aufbauarbeiten für das Public Viewing der Veranstaltungsagentur Eventra im Gang. Marcel Sallin und Lukas Hohl wollen auch mit ihrem EM-Event rausstechen. Ja, ich glaube, wir wollen wieder das schönste Public Viewing im Seeland sein. Ich glaube, das können wir sein. Ich meine, schon nur mit dieser Sicht da, direkt auf den See lohnt es sich, ein Schweizer Match zu schauen oder sonst die EM zu geniessen, etwas essen, etwas trinken. Und wir sind mega froh, können wir es überhaupt machen. 300 Personen können ab dem Freitag hier die Fahnen schwingen. Es gilt eine Sitzpflicht an 4er- und 6er-Tischen. Aber werden sich die Fußballfans in Euphorie auch an die Spielregeln halten? Ja, ich glaube hoffentlich, dass sie sich daran halten. Aber ich glaube, man muss auch sagen, es ist auch menschlich. Ich glaube, wenn die Schweiz im Viertelfinale ein Goal schießt und vielleicht den Einzug ins Halbfinale schafft, dann ist es wirklich effektiv menschlich, dass man schnell aufsteht und jubelt. Aber dort appellieren wir wirklich so ein bisschen an die Selbstdisziplin, Selbstverantwortung. Und darum machen wir uns hier nicht so grosse Sorgen. 10 Kilometer südlicher zu Lies wird auch Kulturfabrik Fußballverrückte empfangen. Geschäftsleiterin Daniela Eicher hat sich entschieden, das Spiel wegen der Infrastruktur im Innenbereich zu zeigen. Trotz der Reduktion von 900 auf 80 Personen will die KUFA zum ersten Mal eine EM übertragen. Wir wollen unbedingt den Leuten etwas bieten. Wir können nicht das machen, was wir sonst eigentlich machen hier. Und dann musst du halt einfach kreativ werden und dir etwas anderes überlegen. Und darum haben wir gefunden, ja, wir können jetzt zum Beispiel noch keine Party veranstalten hier, aber wir können das Public Viewing anbieten. Wir haben die Infrastruktur und alles. Und das ist hoffentlich auch ein Bedürfnis. Auch hier gilt die Sitzpflicht an 4er-Tischen. Während der Vorrundenspiel wird die KUFA den Zuschauern nur die Schweizer Matchen zeigen. Wenn das Angebot auf Anklang stößt, gibt es dann auch mehr Spiel. Und dann gibt es vielleicht auch Bildschirme im Aussenbereich. Aber die Terrasse ist zuerst mal für all die Besucher vorgesehen, die einen Hunger mitbringen. Also ganz besonders macht unsere neue Zusammenarbeit, und zwar mit dem Restaurant Bären hier in Lies. Der ist recht weit herum bekannt für seine zum Beispiel feinen Bärenspiesse und so. Und die können hier bei uns kochen. Und das macht es, glaube ich, ganz speziell. Das Maracana, die neue Stadt, Latla verkünden, dass sie ihren Anlass wegen der derzeitigen Einschränkungen aus organisatorischen und finanziellen Gründen nicht durchführen. Die Fußball-EM findet zum ersten Mal in der Geschichte in 11 verschiedenen Ländern statt. Die Schweiz nimmt zum 5. Mal an einer Endrunde teil und trifft am Samstag in Baku, Aserbaidschan auf Wales.